Es gibt den großen Lünettenpunkt. Der Reibungswiderstand. Hallo und willkommen bei Watchboxes Uhrenvideos. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du wieder reingeklickt hast. Es ist wieder soweit. Eine Woche am Arm. Ich habe eine neue Uhr. Ihr könnt sie hier sehen. Es ist die Hanhard Pioneer One. Die Uhr, die mir ein Zuschauer geschenkt hat. Absolut immer noch für mich ein Highlight meiner gesamten Uhrensammlungs- und in Anführungsstrichen YouTube-Karriere, dass ich von einem Zuschauer, einem im Grunde mir unbekannten Menschen, eine solch tolle Uhr geschenkt bekomme. Und jetzt ist es soweit, eine Woche am Arm mit der Pioneer One von Hanhard. Ja, wir haben Tag 1 meiner eine Woche am Arm. Wir haben Montag und wir haben, wie ihr sehen könnt, 11 Minuten vor 12. Die Pioneer One ist eine wirklich wunderschöne Uhr, die ich schon länger auf meinem erweiterten Wunschzettel habe. Und ich habe ja nun schon mehrfach gesagt, wie ich an die Uhr gekommen bin. Mein erster Eindruck ist, es ist eine unglaublich tolle, wunderbar verarbeitete Uhr. Ich hatte einige Zeit Bedenken wegen der kandelierten Lünette. Ich bin normalerweise nicht der Freund von solchen Sachen. Ich finde aber, zu der Uhr passt es unglaublich gut und macht sich richtig, richtig mega super bei der Uhr. Der Reibungswiderstand ist leicht, aber auch nicht zu leicht. Ich zeige euch das mal. Ich kann mit dem Finger darüber kreisen, auch mit etwas Druck drüber kreisen. Wenn ihr auf den Fingernagel achtet, seht ihr, dass da schon ein bisschen Druck drauf ist. Und trotzdem verstellt sich das nicht. Ich muss schon ein bisschen mehr zupacken. Ihr könnt es am Fingernagel sehen, wie der sich verwerbt, um es zu drehen. Es ist nicht schwergängig, aber auch in keinster Weise zu leichtgängig. Das Band, das habe ich schon an anderer Stelle erwähnt, ist eines der besten Lederbänder, was ich jemals ab Werk an einer Uhr hatte. Absolut ein Megatraum. Und darauf dürft ihr euch natürlich freuen. Wenn nichts dazwischen kommt, bin ich diese Woche Freitag bei Hanhard auf einer Werksbesichtigung und werde da natürlich diese Uhr im Rahmen meiner eine Woche am Arm haben und hoffentlich auch den ein oder anderen Eindruck aus der Werksbesichtigung in dieses Video einbauen können. Wir haben Dienstagmorgen, so 7 Minuten vor 1, also quasi der Abend von Tag 1. Und meine Hanhard Pioneer One ist natürlich noch am Arm. Heute habe ich unglaublich viele Videos gemacht. Also ich habe das eine Woche am Arm begonnen. Ich habe die Verlosung meiner Circula gemacht. Ich habe 4 oder 5 Videos für meinen neuen Kanal gemacht. Baumi Uhren für kleines Geld. Da stelle ich Uhren aus aller Welt vor, die weniger als 500 Euro Straßenpreis haben. Und da habe ich also wirklich echt, echt viel gemacht, hat mir unglaublich Spaß gemacht und die Hanhard war natürlich immer am Arm. Ich finde die Hanhard echt mega ablesbar, ich finde sie super, ich finde sie unglaublich bequem, habe aber ein Problem damit, was ich ganz, ganz selten mittlerweile bei Lederbänder habe. Die Einstellung, die ich jetzt habe, die ist mir, wie ihr sehen könnt, fast zu groß. Ein Loch kleiner ist mir aber eigentlich zu eng. Und dabei, ich gucke mal, ob ich das einfangen kann. Ja, man sieht es ein bisschen. Die Lochabstände des Bandes sind gar nicht so groß. Also ich schätze mal, das ist weniger als 1 Zentimeter. Und trotzdem habe ich da ein Problem mit. Ich werde es für die nächsten Tage mal beobachten. Ich fände das super, super schade, weil das ist, wie gesagt, eines der bequemsten Bänder, was ich habe. Aktuell trage ich es eher zu weit als zu eng, weil es einfach
Mitte Juni ist und wir knapp unter 30 Grad haben und der Arm eigentlich immer halb feucht ist, sodass an das Band möglichst viel Luft kommt. Vielleicht probiere ich es mal etwas enger zu tragen. Also das ist das, was mir aufgefallen ist, hat mit der Uhr im eigentlichen Sinne nichts zu tun. Ich finde es nur mega schade, weil ich das Band so super angenehm finde und ich es eigentlich nicht wechseln wollte. Naja, ich beobachte es einfach. Wir haben Dienstagmorgen, wir haben 5 vor 10, Tag 2 meiner eine Woche am Arm. Und meine Hanhart Pioneer One ist natürlich noch am Arm. Obwohl die Zeiger, wie ihr sehen könnt, relativ schmal sind, hat sie eine echt geniale Leuchtkraft. Also die ganze Nacht über konnte ich die Uhr super ablesen, richtig hell. Das hat mich wirklich überrascht und das ist meine erste Bemerkung heute an Tag 2. Die zweite ist, dass ich die Zeigerform total gerne mag. Schöne, schlanke Zeiger, die auch noch spitz zulaufen. Ich glaube, genau diese Zeigerform habe ich noch nicht in meiner Sammlung. Und ich finde sie wunderbar und sie passten echt super gut zum Gesamterscheinungsbild der Uhr. Wie ich überhaupt finde, dass die Uhr richtig super komponiert ist und dass da wirklich alles ganz hervorragend zusammenpasst. Manchmal habe ich bei Uhren den ein oder anderen Designausreißer, wo ich denke, hätte man vielleicht auch anders machen können. Bei der Uhr hier ist mir bisher noch nichts dergleichen aufgefallen. Wir haben Mittwochmorgen, 3:03 und meine Hanhart Pioneer One ist noch am Arm. Ja, ich bin von der Uhr nach wie vor mega begeistert. Zwei Sachen sind mir aufgefallen. Anders als in meinem ursprünglichen Review gesagt, glaube ich mittlerweile, dass sich die Lünette doch etwas zu leicht verstellt. Ich dachte, die Reibung wäre gut, aber mittlerweile habe ich doch ein, zwei Mal festgestellt, dass sich die Lünette unbeabsichtigt verdreht hat, ohne dass ich irgendwelche langärmeligen Sachen getragen hätte. Und das ist dann doch schade. Da muss ich mal schauen, ob ich das irgendwie von irgendwem gefixt bekomme. Ja, und dann habe ich ja festgestellt, dass mir die Uhr oft so ein bisschen über das Handgelenk drüber rutscht. Das hatte ich ja schon einmal angesprochen, dass das Lederband entweder zu eng oder zu weit ist. Ich glaube, es hat einen anderen Grund. Ich glaube, dass dieses Bandteil, das mit der Dornschließe, für meinen Arm geringfügig zu kurz ist. Ich zeige euch das mal. Wenn ich wie jetzt die Schließe schön mittig unterm Arm habe, dann hängt die Uhr über. Also ich muss das mal ganz kurz die Kamera so ein bisschen. Jetzt könnt ihr sehen, dass die Schließe schön mittig am Arm ist, aber die Uhr überhängt. Und wenn ich die Uhr, jetzt muss ich wieder kurz drehen, schön mittig auf dem Arm habe, dann ist die Schließe nicht mehr mittig unter meinem Arm. Und so kommt es, dass die Uhr immer ein klein wenig verrutscht, auch dann, wenn ich es eigentlich nicht haben möchte. Wir haben Mittwochmorgen kurz vor 8 und meine Hanhart Pioneer One ist natürlich noch am Arm. Wie gesagt, ich habe die Uhr meine eine Woche am Arm, die ganze Zeit 24 Stunden am Tag am Arm und kann ehrlich gesagt sagen, ich kann mich an der Uhr überhaupt nicht satt sehen. Aber das ist jetzt eine Wiederholung zu dem, was ich vorher schon gesagt habe. Ich hatte anfangs, als ich die Uhr getragen habe, etwas Bedenken wegen der doch sehr großen und sehr präsenten Krone. Kann aber sagen, dass das überhaupt kein Problem ist. Ich weiß nicht, woran es liegt, ob es daran liegt, dass die Kante der Krone etwas abgerundet ist und sie zum Arm hin, also hier zu der Seite hin, nicht scharfkantig ist. Sie drückt nicht, sie stört nicht, sie tut nicht weh, also wirklich gut gemacht und verbunden mit der Griffigkeit der Krone absolut ein Traum. Super wäre es natürlich noch gewesen, wenn die Krone verschraubt gewesen wäre, aber man kann nicht alles haben.
Und ein weiterer Punkt, der mir aufgefallen ist, ich finde das Ziffernblatt wirklich wunderschön und nach jetzt 2,5 oder 3 Tagen, heute ist der 3. Tag, kann ich ehrlich sagen, ich hätte das Datum nicht gebraucht. Eine durchgehende Beschriftung mit arabischen Zahlen, also der 3 auf der 3 Uhr statt dem Datumsfenster, hätte mir, glaube ich, noch besser gefallen, auch wenn ich den Praxiswert des Datums im Büro natürlich zu schätzen weiß. Aber rein von der Optik her hätte ich da wirklich definitiv lieber eine durchgehende Beschriftung mit arabischen Zahlen gehabt. Das hätte mir auf dem Ziffernblatt, glaube ich, doch ziemlich deutlich besser gefallen. Wir haben Mittwochabend, Tag 3, meine eine Woche am Arm. Wir haben 20 vor 12 und meine Hanhard ist natürlich noch am Arm. Ja, der gute Sitz von Uhren hängt manchmal am Detail. Ich habe mich jetzt einige Tage lang über den rutschenden Sitz der Uhr beschwert, dass die Schließe nicht genau unterm Arm war, beziehungsweise der Uhrenkopf verrutscht ist. Ich habe jetzt ein anderes Band dran gemacht. Ich habe jetzt ein Band von Sinn dran, das ebenfalls von 22 auf 20 mm verläuft, sodass ich die Hanhard-Schließe dran mache. Die roten Akzenten passen gut zu der roten Lünettenmarkierung. Passt alles wunderbar und die Uhr sitzt wie angegossen. Ich bin begeistert und es war wirklich nur ein kleiner Tausch. Ich weiß also jetzt, es lag daran, dass das Schließenteil des Lederbandes von Hanhard ungefähr 4 bis 5 mm zu kurz war. Ja, Donnerstagabend, Tag 4, meiner eine Woche am Arm. Wir haben 5 nach 11 und meine Hanhard ist noch am Arm. Heute über Tag habe ich es nicht geschafft, etwas zu drehen, weil ich heute Morgen komplett verpennt habe und den ganzen Tag über Termine hatte, sodass ich echt keine Zeit hatte, noch wirklich einen längeren oder auch kürzeren Take zu machen. Dafür noch etwas ausführlicher mein Bandwechsel. Das hier, was ihr hier seht, das war das Originalband, was dran war. Wirklich ein unglaublich weiches, tolles Band und auch hier oben dick zulaufend und zur Schließe hin dünner werdend. Das gleiche auch hier auf dem Teil. Am Gehäuse dick und dann dünner werdend. Ein unglaublich komfortables, tolles Band. Aber dieses Teil, wo die Dornschließe drin ist, war zu kurz und dadurch hatte ich keinen ordentlichen Sitz der Uhr auf dem Arm. Ich zeige euch das mal. Ich lege das Band hier an und hier könnt ihr sehen, dass das Band, was ich jetzt dran habe, das Sinnband, ja fast einen Zentimeter länger ist und das macht extrem viel aus im Tragekomfort am Arm. Ich finde, das Band passt ganz gut. Die roten Kontrastnähte hier auf dem Band passen ganz gut zu dem roten Lünettenpunkt. Insofern ist das keine schlechte Wahl und das ist auch ein sehr hochwertiges Band. Aber rein vom Gefühl her ist das Original Hanhard Band echt richtig, 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 richtig super gewesen. Und das hier ist nur richtig super. Ich bin also zum einen extrem froh, dass ich jetzt die Uhr richtig gut am Arm sitzen habe. Aber ich bin auch ein kleines bisschen traurig, dass das nicht mit diesem wunderbaren, super weichen Band funktioniert. Morgen bin ich ja bei Hanhard und da werde ich zum einen einmal nach einer Original-Lederrolle von Hanhard schauen, damit ich die Uhr auch in einem Hanhard-Etui habe. Und ich werde nach Bändern schauen, ob es dieses wunderschöne weiche Lederband auch mit einem längeren Schließenteil gibt. Denn dann würde diese Uhr wirklich absolut zweifelsfrei und mega grandios am Arm sitzen. Noch besser, als sie es jetzt schon tut. Denn dieses Band hier ist zwar auch beweglich, aber etwas fester und hat auch etwas kantigere Kanten. In keinster Weise unangenehm, aber eben ein kleines bisschen robuster, ein kleines bisschen antiker.
als dieses Band hier, was rundrum weich, angenehm und super komfortabel war. Wir haben Freitagmorgen 10 Uhr und meine Hanhart ist noch am Arm. Wie ihr vielleicht im Hintergrund sehen könnt oder an den Geräuschen hören könnt, ich bin auf einem Autobahnparkplatz, habe noch eine Stunde bis zum Schwarzwald, um mich dann mit Freunden, Stammtischbrüdern zu treffen. Zuerst gehen wir eine Kleinigkeit essen und dann werden wir uns die Werksführung von Hanhart genüsslich antun. Zu dem Anlass habe ich natürlich die Hanhart am Arm, deswegen habe ich die Woche am Arm genauso geplant, dass es passt, dass ich sie am Arm habe. Heute Abend im Hotel werde ich euch ein bisschen davon erzählen und wenn ich drehen darf, und ich denke, das darf ich, werde ich euch auch einzelne Eindrücke der Führung schon in der eine Woche am Arm zeigen. Wenn es reicht, mache ich darüber aber auch noch ein komplett separates Video. Wir haben Samstagmorgen, Tag 6 meiner eine Woche am Arm und meine Hanhart ist natürlich noch am Arm. Gestern waren wir bei Hanhart und das war eine wirklich super Sache. Wir sind über 3,5 Stunden durch die Räume geführt worden. Wir haben alles sehen können. Ich habe leider nicht so viel filmen können, weil wir eine Gruppe waren und ich die Personen nicht alle filmen wollte. Aber ich habe sehr viele Fotos gemacht und heute Abend werde ich das schneiden. Ich habe meinen SD-Kartenadapter leider vergessen, sodass ich das heute nicht übertragen kann. Also hier im Schwarzwald, ich bin noch im Schwarzwald, nicht übertragen kann. Aber heute Abend werde ich das in meine Abendstatement reinschneiden, denn es gab doch einige Überraschungen und ich war sehr beeindruckt davon, was Hanhart alles selber macht und vor allen Dingen auch, wie sie es machen. Heute Abend gibt es dazu mehr. Wir haben Samstagabend 10:30, Tag 6 meiner eine Woche am Arm und meine Hanhart ist noch am Arm. Ja, ich bin euch noch schuldig, einen kurzen Bericht zu geben, wie es bei der Werksführung bei Hanhart war. Und ich muss sagen, es war echt richtig grandios. Wir waren gegen ungefähr 13.30 Uhr da und sind um 17.30 Uhr wieder gegangen, um diesen Dreh rum. Es war einfach Wahnsinn. Wir haben unglaublich viel gesehen und während ich spreche, blende ich euch Fotos ein. Weil Filmen war etwas schwierig in der Gruppe. Ich wollte nicht ständig Leute im Bild haben. Und deswegen habe ich Fotos gemacht und die blende ich euch jetzt ein. Wir haben die neuen Modelle gesehen. Alles, was es gibt von den neuen Pioneer-Modellen. Sowohl die Zweidrücker-Modelle als auch die Monopusher-Modelle. Die ES-Modelle. Wir haben die Dreizeiger-Pioneer-Uhren gesehen. Wir haben aber auch die sportlichen Modelle gesehen. Also wirklich richtig von allem und ausgiebig. Und wir konnten alles befingern, wir konnten die Sachen nehmen. Es war wirklich richtig klasse und unglaublich ausführlich. Dann haben wir eine Betriebsführung bekommen. Und ich war wahnsinnig beeindruckt, was Hanhart alles selber macht. Die machen die Zahnräder für Werksumbauten selber. Die machen die Gehäuse zum Teil selber. Die haben riesige Maschinen da, mit denen teilweise nur ein einziges kleines Teil des Uhrwerks und der Uhr gemacht wird. Und machen teilweise auch die Werkzeuge selber, die sie brauchen. Die haben also zwei verschiedene Produktionsbereiche. Unglaublich irrsinnig, wie viel da gemacht wird und was alles auch im Hause Hanhart gemacht wird. Also ich war mega beeindruckt, vor allen Dingen auch, weil Hanhart zu einem großen Teil noch auf wirklich alten, gut funktionierenden Maschinen arbeitet. Maschinen, die zum Teil 60 oder auch etwas mehr Jahre alt sind und die trotzdem hervorragend funktionieren. Wir haben sowohl den Bereich der Dreizeigeruhren als auch der Chronographen gesehen. Wir waren in der Stoppuhrenfertigung, haben gesehen, wie dort Stoppuhren gefertigt, eingeschaltet, geprüft werden.
Wir haben gesehen, wie Werkteile entgratet werden, die Maschinen dafür. Wir haben über die Gehäusefertigung gesprochen, dass man vom Vernickeln weggegangen ist wegen Allergie und Haltbarkeit, dass jetzt auch die Stoppuhrengehäuse aus massivem Edelstahl gemacht werden. Wir haben wirklich richtig viele tiefe und auch weitgehende Einblicke bekommen und das war unglaublich spannend. Wir waren im Museum, haben uns die Geschichte von Hanhard angeschaut, sowohl was die historischen Armbanduhren betrifft, als auch die ganze Historie der Stoppuhren. Denn Hanhard kommt ja eigentlich aus der Stoppuhrenfertigung. In den folgend auf die Quarzkrise ist die Stoppuhrenfertigung von Hanhard dann Konkurs gegangen. Nicht wie irrtümlich oft in der Presse verlautbart ganz Hanhard, sondern nur die Stoppuhrenfertigung. Zu einem sehr unglücklichen Zeitpunkt ist das verkündet worden. Es war kurz vor Weihnachten und dann hat die Armbanduhren-Sparte von Hanhard gesagt, wir übernehmen die Stoppuhren, damit die Leute nicht kurz vor Weihnachten vor der Tür stehen. Und so kommt es, dass Hanhard heute immer noch Stoppuhren fertigt, auch wenn es lange nicht mehr das Kerngeschäft ist. Anschließend hatten wir die Gelegenheit, mit dem Geschäftsführer von Hanhard zu sprechen. Die Führung hat der Produktionsleiter gemacht, also ein unglaublich netter Mann, Uhrmacher, Uhrmachermeister, Techniker, also jemand, der sich wirklich richtig gut auskennt und der hat unsere kleine Gruppe 2,5 Stunden durch den Betrieb geführt, alles erklärt, alles gezeigt und im anschließenden Gespräch mit dem kaufmännischen Geschäftsführer konnten wir sogar einen Einblick bekommen in die Uhren, die noch kommen. Davon durfte ich aber verständlicherweise keine Fotos machen. Eines kann ich aber sagen, es kommen unglaublich tolle Modelle, ein paar dabei, die mich richtig geflasht haben, die unglaublich gut in mein Beuteschema passen. Es kommt auch für Hanhard-Verhältnisse etwas komplett Neues. Dazu darf ich aber überhaupt gar nichts sagen. Also ihr könnt euch auf die Zukunft von Hanhard freuen. Da kommen super, mega interessante Sachen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, mir ist die Marke, die mir vorher schon sympathisch war, jetzt durch diesen Besuch noch viel sympathischer geworden. Eine unglaubliche Fertigungstiefe, ein unglaubliches Engagement, was dahinter steht, mit Herzblut betrieben und richtig, richtig handwerkliche Fertigung. Also das ist super und ich bin ganz fest überzeugt, dass das hier nicht meine letzte Hanhard ist. Wir haben Sonntagabend, Tag 7, meiner eine Woche am Arm und meine Hanhard ist noch am Arm. Ja, die Uhr, also ich habe heute noch mehrere Sachen, die ich euch sagen möchte, wird vielleicht ein bisschen längerer letzter Tag, also nicht nur ein Fazit, sondern auch noch ein paar Sachen, die ich vergessen hatte. Die Hanhard ist wirklich eine absolut super Uhr. Ich bin absolut begeistert und nachdem wir die Führung bei Hanhard hatten, nicht nur von der Uhr, sondern auch von der Marke. Absolut grandios und ich bin wirklich, wirklich geflasht. Was wollte ich zu der Uhr noch sagen? Ein paar Sachen, die hatte ich vergessen. Im Rahmen der Führung hatte ich die Chance, auch mal die Lünette testen zu lassen. Denn ich hatte ja anfangs der Woche gesagt, ich finde, sie geht genau richtig. Dann hatte sie sich 2-3 Mal unabsichtlich verstellt. Und ich hatte das bei Hanhard nochmal prüfen lassen und sie ist wirklich gemäß Aussage Werksleiter Hanhard im wirklich perfekten Zustand. Genauso möchte Hanhard, dass die Lünetten sind. Bei Auslieferung ist sie vielleicht ein klein wenig zu leichtgängig und er hat mir auch angeboten, das zu fixen. Aber er sagt auch, wenn man sie länger trägt und sich vielleicht Ablagerungen, Staub oder andere Sachen unter der Lünette sammeln, wird sie automatisch etwas schwergängiger. Und das hat Hanhard von vornherein einkalkuliert. Insofern habe ich nichts machen lassen, weil ich genau das beobachten möchte, ob sich das bei mir auch einstellt, möglicherweise nach einem sehr viel längeren Zeitraum, weil ich die Uhren eben nicht jeden Tag trage. Dann habe ich vergessen zu sagen, dass ich die Möglichkeit hatte, im Rahmen der Führung ein neues Band zu kaufen, denn ich hatte mir ja
ein Sinnband an die Uhr gemacht und wie ihr jetzt sehen könnt, habe ich wieder das, so wie ich es empfinde, geniale Hanhardt-Band dran. Und zwar habe ich mir einfach ein Band in L gekauft, nicht weil ich L als Länge brauche, sondern weil das Schließenteil von L so lang ist wie das Band von der Sinn. Und jetzt habe ich hier eine etwas ungewöhnliche Länge. Ich habe also ein langes Schließenteil und ein mittellanges bis kurzes Lochteil. Das sieht vielleicht auf den ersten Blick etwas ungewöhnlich und unproportional aus, aber die Uhr sitzt jetzt absolut perfekt an meinem Arm. Ich habe ja immer gesagt, dass ich das Band so wirklich super finde und dass das eines der schönsten Lederbänder ist, die ich ab Werk an einer Uhr dran hatte. Ja, ich vermute mal, dass mein Gefühl auch nicht so komplett falsch gelegen hat, denn das Band kostet 99 Euro bei Hanhardt und liegt damit so gut 30 bis 40 Euro über Bändern, die andere deutsche Hersteller ab Werk ausliefern. Also da habe ich, glaube ich, ein ganz gutes Gefühl am Arm gehabt, dass das ein etwas wertigeres Band ist. Und vielleicht will ich mir auch nur den Preis schönreden, denn 99 Euro für ein Standardband ab Werk ist auch eine Ansage, ist eine Hausnummer. Hanhardt hat mir bei der Werksführung so gut gefallen, dass ich jetzt mehr als eine auf meiner erweiterten Wunschliste habe. Also Hanhardt wird definitiv kein Einzelstück bei mir in der Sammlung bleiben. Diese hier, die ich habe, ist absolut super. Ich bin wirklich mega geflasht. Sie trägt sich super angenehm, sie leuchtet klasse und ich habe endlich mal dran gedacht im Rahmen meiner eine Woche am Arm. Sie geht jetzt, und ich vergleiche gerade mit meinen Funkuhren, sie geht nach einer Woche 16 Sekunden vor. 16 Sekunden in 7 Tagen, das halte ich für einen wirklich herausragenden Wert. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr über Hanhardt denkt. Ich finde sie super, bleibt gesund und freut euch auf die nächsten Videos. Tschüss, euer Axel.